Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ganz ruhig, genau, aufpassen! Leinen los! Leinen sind los, haben abgelegt. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Let's Play Dishonored. Wir sind in der Haut von Corvo. Hey da, es geht nach oben! Dem Leibwächter der Kaiserin. Und wir kommen scheinbar gerade von einer Mission zurück. Und wollen, ja, unseren Bericht erstatten. Ja, endlich zu Hause. Wird ja auch mal Zeit, ne? Und fahren jetzt gerade hier die Schleusen hoch. Und das war's. Steg runter. Die Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Ja, schauen wir mal. Gute Reise gehabt, Sir. Ja, doch, durchaus. Die Reise war gut. Schauen wir mal. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Ja, ja. Der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Mach vor allem keine Experimente. Sokolov hat wieder alles geändert und wir wissen noch nicht, was die Hydraulik jetzt kann. Er malt hier heute ein Porträt. Wenn wir etwas ausprobieren wollen, dann jetzt. Das klingt ja total sicher, muss ich mal ganz ehrlich sagen, was die da machen, aber okay. Hallo, Sir. Guten Tag. So. Huch. Corvo, du bist zurück. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen alten Meisterspion. Nun, gut, eigentlich müssen wir ja wirklich unseren Bericht abgeben. Ach komm, wer kann schon Nein sagen, ne? Gut, los geht's. Na dann. Geht's los. Ja, das ist Emily, quasi die Tochter der Kaiserin. Also nicht quasi, das ist die Tochter der Kaiserin. Und ja, wie gesagt, wir sind ja der Leibwächter der Kaiserin. Und wir wissen schon, wir sind auf einer Mission gewesen. Hatte scheinbar irgendwas mit einer Seuche zu tun. Aber gucken wir mal, vielleicht finden wir heraus, was es ist. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Okay, schauen wir mal. 1, 2. Verstecken wir uns einfach hier. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Ja, dann komme. So, hoffentlich reicht das Versteck hier hinten. Mal sehen, wo du dich versteckst. Nun, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ist eins meiner Spezialgebiete, mich zu verstecken, meine Gute. Gut, dann woanders. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist manchmal in der First Person ein bisschen schwer zu entscheiden, ob jetzt mich jemand sehen kann, theoretisch oder nicht. Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Alles.
Alles klar. Wie gesagt, ich finde es manchmal in der First Person ein bisschen schwer herauszufinden, ob mich jemand sehen kann oder nicht. Ist manchmal ein Hast kleines... Hast du Monster auf der Reise zu den Inseln gesehen? Mein Kindermädchen sagt, es gibt viele im Meer. Aber ich glaube, sie will mir nur Angst machen. Wie gesagt, ist manchmal ein bisschen Glückssache, aber kriegen wir schon alles hin. Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Na gut, okay. Da oben, dann erstatten wir der Kaiserin mal Bericht, würde ich sagen. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Naja, passt schon. Der Hintergrund vielleicht nicht ganz, aber ansonsten geht's schon. Warte doch mal, Emily, jetzt renne ich weg. Gleich. So, meine Güte, rennst du einfach weg. So, das da ist dann also die Kaiserin. Das muss der... Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind... Die sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Das ist also dieser Meisterspion, oder wie? Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Naja, du mich auch. Gut, dann, Kaiserin, da wären wir wieder. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Nun, diese hier. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Ach du Scheiße, was ist da denn los? Hallo, wer seid ihr denn? Emily, komm hin! Zack! Ach, Gottes Willen! Wer greift denn jetzt hier an? Ah, da kommt noch einer. Na warte, dich kriege ich schon. Und tschüss! Jetzt aber! Na, ich konnte ihn nicht treffen, er war zu weit unten. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal. Nicht schon wieder. Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Mama! Oh. Halt an, Corvo! Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum
nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot, ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Na klasse. Sind wir jetzt also im Gefängnis gelandet? Vom kaiserlichen Leibwächter, ja, zum kaiserlichen Mörder, wenn man das so sagen darf. Aber war fast schon irgendwie klar, dass irgendjemand da von den beiden dahinter stecken muss. Ich meine, wer einfach nur eine Minute logisch überlegt, weiß doch, dass ich die Emily nicht irgendwo hätte hinbringen können in der kurzen Zeit. Aber na klar. Na gut, schauen wir mal, was wir hier zu essen gekriegt haben. Ein Stück Brot. Oh, und einen Brief und einen Schlüssel. Corvo, wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. So, ein Freund, also der uns hier rausholt. Wenn du meine Wache übernehmen willst. Nerv jemand anderen. Na gut, ich nehm's mal. Vorne liegt die Waffe, die wir uns nehmen sollen. Ein Schwert. Na gut, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie rauskommen. Hoffen wir mal, dass die anderen Gefängnisinsassen jetzt nicht irgendwie aufmerksam werden. So viele Leute zu der Hinrichtung morgen. Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Echtes Ereignis. Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Okay. Wartungsteams dürfen es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ja. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock Moment kurz. Vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. So, ich leg dich mal hier auf mein altes Bett. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie wir hier uns quasi durchschlagen können. Entweder wir töten alle möglichen Leute oder wir schlagen sie nur bewusstlos, wie gerade eben gesehen. Ich bin dafür, dass ich den meisten Teil versuche, nur bewusstlos zu schlagen, weil meistens... Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Weil meistens sind das ja auch nur Wachen, die nichts dafür können, für das, was ja quasi die Oberen angestellt haben. Die führen auch nur ihre Befehle aus. Und ja, ich versuche es, soweit es geht, so hinzukriegen. Ich sag aber ganz ehrlich, es wird wahrscheinlich nicht immer klappen, dass ich alle Leute nicht töte. Ab und an wird es mal einen Toten geben müssen. Aber ich versuche das, soweit es geht, zu vermeiden. So, du kommst gleich auch mal mit. Es gibt übrigens eine blöde Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, das war knapp. Die ich persönlich ein bisschen doof finde. Und zwar, wenn man Leichen oder bewusstlose Körper hat, kann man die nur fallen lassen oder werfen. Und blöderweise macht aber beides Krach. Ich finde es ein bisschen blöd, dass es keine Möglichkeit gibt. Deswegen muss man die immer möglichst weit von allen möglichen anderen Leuten wegbringen. Ich finde es persönlich ein bisschen blöd, dass es nicht wenigstens eine Möglichkeit gibt, die leise fallen zu lassen. Aber nun gut, gibt Schlimmeres. So, und dann werde ich dich mal schnell noch erledigen. Sicher ist sicher. Dich trage ich jetzt auch nicht mehr ganz bis zur Zelle zurück, glaube ich. Dich lege ich einfach hier ab. So, weil ansonsten war hier ja keiner mehr. Muss trotzdem ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hier noch irgendwo einer um die Ecke lauert.
Gesundheits... Ah, guck mal, eine Pistole. Ah, nur mit einem Schuss. Aber wie gesagt, ich will ja nach Möglichkeit sowieso eher weniger tödlich hier durchgehen. Vielleicht finden wir hier ja irgendwo noch Kugeln. Na gut, okay. Da hoch müssen wir scheinbar. Okay, niemand da. Zack. Ah, hier gibt's was zu essen. Ach komm, nachdem wir nur dieses Gefängnisessen hatten, wäre das vielleicht ganz nett. Ach hier, das sind diese Hundekämpfe. Ist das vielleicht ganz nett, mal was anderes zu haben. So, das Geld nehmen wir auch alles mit. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir können es auf jeden Fall gebrauchen. Das ist alles wieder nur Essen. Wer soll im Hof nachsehen? Okay, schauen wir mal. Durch das Schlüsselloch. Wie viele Wachen haben wir denn hier? Nur dieser eine? Frage ist, bewegt die sich? Scheinbar nicht. Aber die hat vor allem einen Schlüssel, den ich brauche. So. Und zack. Damit haben wir den Schlüssel. Ach komm, ich kann dich auch hier liegen lassen. So, ich muss scheinbar da lang. Diese ganzen Ratten, die hier sind. Und wo geht's hier lang? Ah, lass mich raten, das ist das, wo ich gerade war, oder? Ja, ich bin bloß hochgeklettert. Ich hätte auch einfach den normalen Weg nehmen können. Na gut, ist ja auch nicht so wichtig. So, wir müssen ja, wie wir gelesen haben, zuerst die Bombe finden, um überhaupt freizukommen. Ist vielleicht auch nicht das, ja, ich sag mal, das Unauffälligste, mit einer Bombe freizukommen. Aber gut, so, hier wären wir im Hofgang dann schon mal. Wir können uns hier ja schon mal ein bisschen umgucken. Aber wir sollten nach Möglichkeit natürlich weiter schleichen. Auch wenn natürlich die Leute den Krach nur hören. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Wenn man im unmittelbaren Bereich ist, so du mein Freund. Zack. Dich erledige ich gleich auch mal. Und leg dich dann mal hin, hier irgendwo. Ach komm, dich lege ich einfach hier hin. Zack. So, da ist das Verhörzimmer, wo wir die Bombe finden sollen. Frage ist erstmal, sind hier noch Gegner? Sieht erstmal so aus, als wäre hier nichts weiter. Okay. Alles ruhig, alles schön. Dann sind wir jetzt... Ach, guck mal, da liegt noch Geld. Nehme ich mit, kann man alles gebrauchen. Hier scheint keiner drin zu sein, okay. Dann machen wir mal auf. Und wieder zu. Ja, hier haben wir bisher ja noch drin gesessen. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Okay, hier könnten wir was trinken. Brauche ich jetzt aber zwingend, nicht zwingend, um ehrlich zu sein. Gut, dann gucken wir uns hier mal um. Was haben wir denn hier? Corvo ist schon wieder bewusst. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Schön, dass die ihr Geständnis quasi aufgenommen und hier stehen gelassen haben. Warum nehme ich das nicht einfach mit? Die könnte ich doch voll überführen damit. Naja gut, was soll's. Was haben wir hier noch? Anweisung des wachhabenden Offiziers zu Corvos Verhör. Corvo Attano, der frühere kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hierher gebracht werden. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Der Lordregent und Oberaufseher Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Corvo durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es sich der Lordregent wünscht, ist Ihr Kopf der Nächste, der rollt. Mhm. Ja, und das ist ja dieser Meisterspion hier, ne? Na gut, sehen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Noch etwas Geld. Ach so, ja, wir können theoretisch auch Tassen und leere Flaschen nehmen. Die können wir werfen, um, ja, Leute abzulenken. Relativ offensichtlich, denke ich. Mehr Geld, sehr schön. Und da liegt, glaube ich, ein Buch.
Die Prüfung der Begabung, Auszug aus einem Buch über die esoterischen Praktiken des Ordens. Zeigt ein Kind die richtige Neigung, gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung des Subjekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und andere Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird. Am Ende dieses Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchung bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordensstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder rituellen Vorbereitungen und Prüfungen unterzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens eine Pilgerreise zur Weißen Klippe antreten. In einer ausgefeilten Zeremonie wird bestimmt, welche Kinder Aufseher und welche Kinder getötet werden. Okay, das klingt nicht sonderlich nett, aber ich glaube, jetzt haben wir hier tatsächlich alles. Whale Oil Text. Na gut, dann nehmen wir uns mal die Zeitbombe hier. Sprengsatz mit Uhrwerk, sehr schön, den haben wir wieder. Dann geht's jetzt wieder ans Schleichen. Schauen, dass wir hier überall durchkommen. Verdammt. Okay. Vielleicht sollte ich öfter wieder durchs Schlüsselloch gucken. Okay, da hinten muss ich jetzt hin. Eggworth, du fauler Sack. Hast du dem Hof nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Okay, die drehen jetzt hier ihre Runden. Okay, so dürfte der mich nicht sehen. Okay. Ja, wie gesagt, das ist das hier mit dem... Hab gehört, du hast dich beim Kartenspielen komplett ausnehmen lassen. Neue Nacht? Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal... Wie gesagt, das ist die Sache mit dem First-Person-Ding, dass die mich hier nicht sehen, finde ich halt ein bisschen unlogisch, aber okay. So, der patrouilliert hier hin und her, wie es scheint. Und der bleibt da hinten stehen. Sieht der mich, wenn ich hier ganz hinten lang gehe? Nee, sehr gut. Okay. Dann hier rum. Wo ist jetzt der andere abgeblieben? Er bewegt sich auf jeden Fall, ich höre ihn. Du kleines Dreckstück! Irgendwo hat er... Ah, der tötet die Ratten. Okay. Wie macht man das jetzt weiter? Also ich glaube, erledigen kann ich den halt nicht, ohne dass der andere mich sieht, ne? Ich würde ihn halt schon gerne erledigen, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich kann nicht von hier aus riechen. Also der dreht sich auch gar nicht. Ich sehe aber auch keine Möglichkeit, den da irgendwie zu erledigen, um ehrlich zu sein. Ohne dass der andere das mitkriegt. Deswegen gucken wir mal. Ich meine, ich muss ja auch eigentlich nicht jeden erledigen. Solange ich mich einfach nur an ihn vorbeigeschlichen kriege, reicht das ja, ne? So an sich. Huhuhu. Naja, der dreht sich natürlich zu mir um, das ist nicht so schön. Wenn er sich in die andere Richtung gedreht hätte, hätte ich ihn erledigen können, aber gut, okay. Ich würde sagen... Dann gehen wir jetzt einfach hier hinten schön rum. Sehr gut. Ah, der hat einen Schlüssel, vielleicht brauche ich den noch. Kann natürlich sein, dass ich den jetzt brauche, diesen blöden Schlüssel, ne? Vielleicht sollte ich den klauen. Du bringst mich immer zum Lachen. Vielleicht sollte ich den klauen. Jetzt. Zack, damit hätten wir den Schlüssel schon mal. Okay. Bin ich kurz hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob wir den Schlüssel gebrauchen können oder nicht. Nicht alle Schlüssel sind zwingend notwendig, aber wenn der mir schon mal so da liegt, dann nehme ich ihn mal. Okay, jetzt könnte ich den theoretisch erledigen, muss ja aber auch nicht, ne? Wie gesagt, ich kann mich ja jetzt eigentlich einfach vorbeischleichen. Muss bloß aufpassen, dass der Patrouillierende mich halt nicht sieht, ne? Warten wir mal, der geht jetzt ganz nach dahinter wieder, ne?
Okay, dann hier hoch einfach. Das hat doch schon mal gut geklappt. Frage ist, können die mich sehen? Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Es kommen durch den Einzelhaftzellenblock, müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Okay, zwei Gegner wieder. Einen Patrouillierenden hier. Und einer, der da irgendwo drin ist. Ah, da, ich wollte schon sagen, den sehe ich gerade nicht mehr. Und da ist auch noch einer. Okay, das könnte ein bisschen tricky werden, glaube ich. Ich muss das ganz genau abpassen. Okay, der steht eine Weile da rum. Dann kommt er hier rüber. Das Problem ist, die können mich natürlich auch durch Glas sehen. Ich meine, das ist ja logisch. Jetzt ist die Frage, wo ist der andere? Kommt gerade zurück. Das ist nicht gut. Wie alt war nochmal deine Schwester? Nerv jemand anderen. Die Frage ist, was mit dem da hinten ist. Von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Okay, jetzt kann ich auf jeden Fall nicht. Jetzt sind beide hier. Schlecht. Wo ist der zweite jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Ah, jetzt da. Ah, die beschissen. Okay. Also wenn der ganz hinten ist, kann ich versuchen, mich auf jeden Fall durch die Tür zu machen. Ich muss bloß abpassen, dass der andere nicht gerade auf die Tür guckt. Jetzt. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen geplant werden. Eine Woche im Voraus. Okay. Und jetzt wichtig, Tür wieder zu. Ich glaube, der eine hat mich kurz gesehen, ne? Da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Okay, Kugeln haben wir schon mal, sehr schön. Ich hoffe mal, der sieht den jetzt hier nicht. Wenn er hier hinkommt, der Dicke. Nee, sieht nicht so aus. Okay, gut. Das hätte schon mal geklappt, soweit. So, ich würde sagen, wir bewegen uns einfach hierhin weiter. So, der patrouilliert. Der hat mich auch gerade kurz gesehen, glaube ich. Jetzt könnte ich ihn erledigen. Das Problem ist, ich glaube, der kommt jetzt genau vor das Fenster. Der dreht sich doch eigentlich genau. Ich wollte auch sagen, ich habe den doch... Nicht jetzt, bitte. Ich muss das sinnvoll abpassen. Oder ich erledige erst den Dicken. Das wäre natürlich auch möglich. Beides theoretisch möglich. Ich muss auf jeden Fall da zur Türsteuerung. Wo ist der jetzt? Der ist jetzt ganz hinten, oder wie? Und tschüss. Schnell, schnell, schnell. Fall um. Danke. Da kommt der Typ nämlich gerade wieder. Das war knapp. Ich hätte die Tür zumachen sollen. Aber gut, scheiß drauf. Alles in Ordnung noch. Okay, jetzt ich erledige den Tür. Ich glaube, man muss es nicht zwingend, aber safe ist safe, würde ich sagen. Deswegen, wir warten jetzt ganz kurz ab. Scouter oder Scooter versus Blackie. Wir warten jetzt ganz kurz... Das war die falsche Taste. Wir warten jetzt ganz kurz ab. Jetzt geht er ja dahin, dreht sich ganz kurz in meine Richtung und dann geht er noch weiter nach hinten. Dann erledigen wir ihn. Ah, diese beschissene Kackmann. Na komm, geh weiter. Danke. So. Dann zack. Weißt du was? Dich lege ich zu deinem Freund. Oh, 50, was auch immer die Währung hier eigentlich ist. So, da bitte. Alter,
Bisschen übertrieben. Ist das eine Nachricht? Nee, das ist die nur was zu essen. Hinrichtung darf nur von mehr dem zu essen. Eingeteilten Personal und okay, ich mach mal hier die Tür wieder zu. Das Ding ist, wir müssen diese Stahltür, die ihr da vorne vielleicht schon gesehen habt, noch aufmachen. Das ist natürlich alles mit Krach verbunden. Kugeln, schön. Ein paar mehr Kugeln. Sicher ist sicher. Okay. Die Frage ist jetzt, sind dahinter weitere Leute? Ja, da oben habe ich schon einen hohen Laufen gesehen. Zwei sind hier, drei vielleicht. Also zwei sehe ich auf jeden Fall. Jetzt geht er da hoch. Okay, den kann ich nicht erledigen, das würde der sehen. Der andere patrouilliert aber zum Glück nicht, wie es aussieht. Würde ich es jetzt theoretisch schaffen, wenn der sich umdreht? Okay, die Zeit ist auf jeden Fall genug, ja, das würde klappen. Ich dachte, der kommt jetzt direkt wieder zurück, aber der scheint noch einen Zwischenstopp zu machen. Okay, aber gut zu wissen. Bei seinem Patrouillenweg scheint er nochmal einen Zwischenstopp zu machen. Das heißt, wir warten jetzt, bis er wieder da hochgeht, warten, bis er sich umdreht, holen uns dann den. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie den da oben noch erwischen. Und dann platzieren wir die Bombe an der Tür und kommen hinaus. Oh, der hat einen relativ komplexen Patrouillenweg, kann das sein? Okay, aber wie gesagt, wir warten jetzt einfach ganz kurz. Wie gesagt, ein bisschen Geduld muss man ab und an aufbringen. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch reinrennen und einfach alle töten, aber das ist ja irgendwie nicht Sinn des Spiels, ne? So, jetzt ist er da. Jetzt ist er gleich da oben zu sehen, genau. So ist perfekt. Und jetzt. Ah, diese Beschissene. Und zack, du kommst mit, damit er dich nicht sieht. Sehr schön. So, jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wie gehe ich den Dicken am besten an? Wann hole ich den mir? Ich würde sagen, wenn er hier rüber geht wieder, also wenn er hier die Patrouille macht. Jetzt wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, wie lange er da steht, um ehrlich zu sein. Theoretisch lang genug, okay, aber das hatte ich jetzt beim ersten Mal nicht drauf geachtet. So, wir warten, bis er wieder hier rüber geht, würde ich einfach sagen. Da sollten wir eigentlich schnell genug sein, beziehungsweise er guckt ja auch noch eine kurze Weile hier in die Richtung. Okay. Und tschüss. Sehr schön. So, das hätten wir erledigt. Beute nehmen wir noch mit, warum auch nicht. Kugeln, Gesundheit. Nehmen wir alles noch mit. Das ist wahrscheinlich nur der Schalter für die Tür, oder? Ja. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, Bombe platzieren, ne? Und weg hier. Und ich meine, jetzt ist wenigstens keiner mehr da, der es hören kann. Ah doch, ich glaube, ich habe ein paar leben lassen. So, und jetzt nichts wie raus hier. Und runter. Gut, das hätten wir durch. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? Oh Gott. Das war knapp. Gut, aber ich würde sagen, nach unserer großartigen Flucht aus dem Gefängnis, würde ich sagen, betreten wir die Kanalisation in der nächsten Folge von Let's Play Dishonored. Bis dahin. Ciao.